Willkommen zu Witcher 3. In der letzten Folge haben wir schnell unsere Ausrüstung auf Meisterstufe gebracht. Und jetzt werden wir mit Yennefer reden. Wir haben aber schlechte Neuigkeiten, weil Zoltan kann uns ja nicht helfen. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Der berühmte Geralt von Riva, nehme ich an. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Ja. Je schneller unsere Jungs die Schwarzen schlagen, desto schneller sind sie wieder zu Hause. So steigen wir jetzt in den Brunnen. Dir ist schon klar, dass Hexenjäger in der Stadt sind? Na dann. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Kommt sie nicht mit? Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen? Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Oh. Das nehmen wir natürlich mit. Was immer das ist. Ja, wo war das andere? Schnappen wir nochmal Luft. Dann habe ich da hinten noch eine Kiste gesehen, die holen wir auch noch. Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfenkram. Da hinten sehe ich eine Kiste. Oder auch nicht. Mir bleibt keine Wahl. Da ist nichts.
jede Menge Zeug, wo wir verkaufen können. Was ist der Hebel? Kann ich nicht benutzen. Wie lange soll ich noch machen? Hier haben wir noch einen Hebel. Das ist die Gasse, ne? Rührt sich nicht. Hier muss irgendwo ein Hebel sein. Hier ist er nicht. Das könnte noch nützlich sein. Sehr gut. Das war Zufall, ich wollte eigentlich nur dran ziehen. Das müsste passen. Wo lang? Eine Sackgasse. Die Wand sieht brüchig aus. Gleich. Das heißt, wir brauchen Art.
Ja. Puh, hier stinkt's. Krieg ich noch Besuch? Das sind nur die Steine von der Wand. Das ist eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Dann hier. Willst du was aufs Maul? Ich... Ich nehme normalerweise immer Igni, aber das hat doch jetzt mit Arten funktioniert. Was haben wir hier Schönes? Sehr gut. Wenn wir noch brauchen. Sonst nichts Interessantes weiter hier. Da sind wir hochgekraxelt. Aber hier können wir schön stibitzen. Oh, wie komme ich denn da ran? Na egal. Kann ich das überhaupt machen? War ja klar. Irgendwelche letzten Worte? Auf ihn! Von beiden Seiten! Margarita. Wer da? Gerald? Götter, ich halluziniere. Nee, nee. Ich hol dich hier raus.
zwecklos. Die kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Bin gleich zurück. Also nicht nach oben. Okay. Wir sind aber jede Menge. Sachen zum Plündern. So, oben hat sie gesagt, ne? Wahrscheinlich, ne? Keine gute Idee. Ich bring dich um! Echt? Na los, ich warte. Hallo? Oh. Hat jemand seinen Gegner unterschätzt? Schüssel. Da oben. Dann müssen wir uns doch durchkämpfen. Okay. Wer hat noch nicht? Wer will, wer hat noch nicht? Lasst euch nicht zurückdrängen! Vorsicht! Da legt's die nieder, ne? Irgendwo ist noch einer. Gekämpft. Eindringling! So.
jede Menge Demeritium. Werden wir bestimmt brauchen für unsere Großmeisterrüstung. So. Gut, dann wieder zur Zelle. Danke. Gerne. Dank, guter Mann. Gerne, gerne. Mögen die Götter dich belohnen. Weil wenn schon, dann befreien wir alle. Danke. Und pass auf dich auf. Lass dich nicht fliegen. So. Um dich kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.